Es war kein einfaches Spiel. Wir haben gewusst, dass Fulham eine spielstarke Mannschaft ist, die auch körperlich sehr gut dabei sind. Ich denke, wir haben sehr gut gegengehalten, auch gut gespielt, auch gute Chancen gehabt. Schlussendlich sind wir ja, nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber mit der Spielweise und mit unserem Auftreten schon. Es ist natürlich noch viel zu tun, es ist noch viel Arbeit vor uns, aber wie unser Trainer jetzt gesagt hat, war alles im grünen Bereich. Wir nehmen viel Positives mit und wir wollen genauso weiter hart arbeiten. Schon eine gute Mannschaft, gegen wen wir gespielt haben, der sehr ballsicher war. Der wusste ganz genau, wie die auch den Ball, auch ein Spiel auch kontrollieren wollen. Deswegen, wir haben heute uns wirklich gewehrt, haben ordentlich verteidigt. Das ist nicht bei jeder Situation, aber auch Chancen kreiert, wo man sagen kann, ist alles in Ordnung. Klar ist natürlich auch, dass wir immer bei solchen Spielen, wo man an die Grenze gehen muss, um wirklich das Spiel zu gewinnen, merken wir, wo da auch Luft nach oben ist, wo das Potenzial liegt, auch bei uns in der Mannschaft. Deswegen nimmt jeder, also Trainer, Team, Staff, auch Spieler, sehr, sehr viel mit aus das Wochenende. Ja, die Niederlage gefällt, glaube ich, keinem natürlich. Wir sind nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber mit dem Auftreten sind wir grundsätzlich zufrieden, wie die Mannschaft sich dann gewehrt hat gegen einen Top-Gegner, der in der Premier League letzte Saison auf Platz 10 war. Es war hohes Tempo durch das ganze Spiel. Das ist wichtig für uns, speziell, wie du gesagt hast, in dieser Phase der Vorbereitung. Wie gesagt, wir bereiten uns vor auf die nächsten Spiele und es geht schon bald los. Ja, ich glaube, es kommt jetzt gerade nicht so rüber, aber an meinen Haaren, es war nass. Es ist hier viel Historie, Geschichte drin und man spürt einmal, das ist ehrlicher Fußball und das tut immer wieder gut, auch daran sich zu erinnern, was Fußball ausmacht und das spürt man hier bei Fulham, glaube ich, in jeder Sekunde und an jeder Ecke und die Jungs haben das auch aufgesaugt. Gibt es immer einen anderen Flair, besonderer Flair, wenn man sowas macht und hier auf der Insel, auch hier im Stadion, ganz altes Stadion, da ist viel Geschichte, Kultur, die man mitnimmt aus der Erfahrung. Und unsere Idee war einfach, einen internationalen Vergleich zu haben gegen eine sehr gute Mannschaft. Natürlich funktioniert noch nicht alles perfekt, aber das ist auch normal. Wir wollen an kleinen Details noch weiterarbeiten und dann am 14. werden wir vor 100% bereit sein. Ja, das ist sicherlich ein Prozess und der ist noch im vollen Gange, aber die ersten Schritte sind getan und wir wollen dranbleiben und einfach auch nicht müde werden, da unsere Schritte zu gehen und dann auch dran zu bleiben, wenn's läuft. Und Ruhe zu bewahren, wenn wir mal schwierigere Momente haben und da als geschlossene Einheit zu wachsen und wir sind da auf einem guten Weg. Wir freuen uns extrem, dass es losgeht. Also das ist klar, es ist Vorbereitung gut, um irgendwas zu erarbeiten, aber wir sind Wettkämpfer und wir freuen uns auf den Wettkampf. Wir freuen uns auf das erste Runde DFB-Pokal nächste Woche, am Montagabend gegen Lübeck. Und deshalb, klar, wir freuen uns, dass es losgeht.